Die französische Fußballnationalmannschaft bereitete sich am Sonntag auf ihr erstes EM-Spiel gegen Österreich vor. Doch neben dem Fußball hatten einige Spieler auch die politische Situation in Frankreich im Kopf. Am 30. Juni und 7. Juli sind die Franzosen aufgerufen, über die Zusammensetzung des Parlaments abzustimmen, nachdem Staatspräsident Emmanuel Macron nach der Europawahl Neuwahlen angesetzt hatte. Bei der Europawahl hatte die Partei Macrons nur knapp 15% der Stimmen bekommen, die rechtsnationale Partei Rassemblement National RN dagegen mehr als 31%. Wir wissen, dass wir uns in einem sehr wichtigen Moment in der Geschichte unseres Landes befinden. Deshalb möchte ich mich wirklich an das französische Volk und insbesondere an die junge Generation wenden. Ich glaube, dass wir eine Generation sind, die den Unterschied ausmachen kann. Wir sehen heute, dass die Extremisten an den Toren der Macht stehen. Wir haben die Möglichkeit, über die Zukunft unseres Landes zu entscheiden. Deshalb rufe ich die Jugend auf, wählen zu gehen und sich der Bedeutung dieser Situation wirklich bewusst zu sein. Ich hoffe, dass ich meine Stimme so gut wie möglich einsetzen kann. Wir müssen uns mit unseren Werten identifizieren, den Werten der Vielfalt, der Toleranz und des Respekts. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps bemühte sich am Sonntag, den Fokus auf das Duell mit Österreich zu lenken. Dennoch zeigte er auch Verständnis für seine Spieler. Sie sind nicht losgelöst von der Situation, die Frankreich gerade erlebt. Um jeden Zweifel auszuräumen, weder ich noch irgendjemand anderes im Fußballverband, ohne im Namen meines Präsidenten zu sprechen, kann Ihnen einen Rat geben. Sie können hierher kommen und frei sagen, was Sie wollen, mit Ihren eigenen Worten und Ihren politischen Neigungen. Vor Mbappé hatte bereits Marcus Thuram von Inter Mailand die Situation in Frankreich als ernst bezeichnet und deutlich Stellung gegen Rassemblement National bezogen. Thuram hatte in einer Pressekonferenz dazu aufgerufen, an der Wahlurne dafür zu kämpfen, dass der RN nicht durchkomme. Er teile diese Position, sagte Mbappé am Sonntag auf der Pressekonferenz.